Freunde, Y-Food hat jetzt Hot Bowls am Start, also etwas Herzhaftes. Ja, es gibt drei verschiedene Geschmacksrichtungen, und zwar Italian Pasta, Mexican Chili und Thai Curry. Unterschiedliche Schärfegrade quasi. Ja, in 5 Minuten fertig, einfach heißes Wasser einfüllen, bisschen ziehen lassen, umrühren und genießen. Mit dem Rabattcode 10FRITZ spart ihr nochmal 10%. Alle Links und wichtigen Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst es euch schmecken und viel Spaß mit dem Video. Hier ist mein Angelprüfungsschein drin. Den wollte ich gar nicht, den wollte ich gar nicht. Aber hier, das zu dem Ding wollte ich ja. Ja. Aber ist hier... Hab ich nicht. Oh ja. Das habe ich gesucht. Wieder hier so dahinter, dann kann ich das besser lesen. Aber so. Also, erstmal haben wir hier die Urkunde. Es geht jetzt um die Bundeswehr-Geschichte, Freunde. Bundeswehr. Erstmal deutsches Sportabzeichen in Bronze. Also, man kriegt nicht direkt Gold, sondern man kriegt irgendwie erst Bronze. Und wenn man das mehrere Jahre macht, kann man sich so hocharbeiten oder so Ding. Dankurkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland spreche ich dem Hauptgefreiten gemeinige Dank und Anerkennung für die bei der 5. Feldjägerbataillon 351 geleisteten treuen Dienste aus. Okay. Haben wir. So, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Dienstzeugnis für Hauptgefreiten gemeinige. Seid ihr bereit? Herr Hauptgefreiter Gemeinecke, geboren 1989, verlässt zum nach Ablauf seiner freiwilligen verlängerten Dienstzeit als Grundwehrdienstleistender die Bundeswehr. Herr Gemeinecke trat zum als Grundwehrdienstleistender in die Bundeswehr ein. Nach der allgemeinen Grundausbildung wurde er zur 5. Heißt das zur? Heißt das nicht zum? Zu dem Bataillon? Hier steht zur. Zur 5. Feldjägerbataillon 351 in Burg versetzt. Erfolgte die erfolgreiche Ausbildung zum Militärkraftfahrer der Fahrerlaubnis Klasse B bei 5. Feldjägerbataillon 351 in Burg. Herr Hauptgefreiter Gemeinecke wurde in der Truppengattung Feldjäger der Militärpolizei der Bundeswehr überwiegend als Zugtruppsoldat des 3. Zuges eingesetzt. Was? Kompanie? Zur 5. Feldjägerbataillon? 5. Kompanie? Hä? Aber da steht nicht Kompanie. Zur 5. Kompanie? Dran. Ah, das hast du anders geschrieben. Dann heißt das zur 5. Kompanie und dann Feldjägerbataillon 351. Ah, okay. Warum immer Gemeinecke? Ja, weiß ich auch nicht, warum die das hier hingeschrieben haben. Zu seinen Aufgaben gehörte die Unterstützung seines Zugführers bei der Wahrnehmung von Aufgaben im militärischen Ordnungsdienst, im militärischen Verkehrsdienst und bei der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben. Rainer, ihr hört's. Im Bereich des militärischen Ordnungsdienst wurde Herr Meinecke... Hier wurde schon wieder Meinecke geschrieben. Danke dir, Digga. Im Bereich des militärischen Ordnungsdienst wurde Herr Meinecke eingesetzt bei der Überwachung der militärischen Ordnung und Disziplin sowie bei der Überwachung umweltgerechten Verhaltens in der Bundeswehr? Ich wurde eingesetzt bei der Überwachung vom umweltgerechten Verhalten in der Bundeswehr?
Ja, ich war der Typ damals, der dafür gesorgt hat, dass die Bundeswehr klimaneutral arbeitet. Nicht. Mülltrennung, ihr kleinen Drecksschweine. Wie der ganze Chat Mülltrennung schreibt. Ihr seid solche Asis, ey, das gibt's doch gar nicht. Viel zu gut, viel zu gut. Herr Hauptgefreiter Meinecke hat sich in den militärischen Ausbildungs- und Einsatzbereichen als äußerst zuverlässiger Soldat sehr gut bewährt. Er hat eine gute Auffassungsgabe, ist geistig beweglich und kann systematisch denken. Was ist denn geistig beweglich? Okay, also ich bin geistig beweglich. Ja, gut. Schizophren. Okay. Er ist ein hilfsbereiter, loyaler und eigenständiger Soldat, der stets das vollste Vertrauen seiner Vorgesetzten genoss und hohes Ansehen besaß. Ich möchte diesen Satz gern nochmal wiederholen. Er ist ein hilfsbereiter, loyaler und eigenständiger Soldat, der stets das vollste Vertrauen seiner Vorgesetzten genoss und hohes Ansehen besaß. Herr Meinecke ordnete private Interessen, wo erforderlich, den dienstlichen Erfordernissen unter. Er ist physisch und psychisch jederzeit voll belastbar. Auch diesen Satz möchte ich gern nochmal wiederholen für euch. Er ist physisch und psychisch jederzeit voll belastbar. Ich bedauere sein Ausscheiden aus der Bundeswehr sehr und wünsche ihm für seinen weiteren privaten und beruflichen Werdegang alles Gute und viel Erfolg. Habt ihr noch Fragen? Ja, Freunde. Das war die große Folge. Dienstzeugnis der Bundeswehr von Herrn Meinecke. Schaltet auch das nächste Mal auf dem Live-Kanal wieder ein, wenn es heißt, ich suche irgendwelche Beurteilungen von früher raus und lese es im Stream vor. Daumen nach oben. Live-Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Danke.